Ja, dann herzlich willkommen zur heutigen Coffee Lecture. Vielen Dank für die kurze Einleitung. Genau, mein Name ist Sebastian Busse. Ich bin Mitarbeiter beim Zentrum für fremdsprachliche und berufsorientierte Kompetenzen, dem ZFBK. Und ich bin heute hier, um euch das Lehrangebot Digitalkompetenz Plus oder kurz DigiCom Plus, was jetzt neu im Sommersemester gestartet ist, einmal vorzustellen. Und ohne viel Vorreden will ich auch gleich einsteigen und einmal die Frage beantworten, was ist denn überhaupt Digitalkompetenz Plus? Die langweilige Antwort ist, es ist ein neues Lehrangebot zur Förderung von digitalen Kompetenzen für Studierenden. Es gibt aber auch eine etwas spannendere Betrachtungsweise, so ein bisschen wie wir auch rangegangen sind, das Ganze zu entwickeln. Und da habe ich immer die Frage in den Raum gestellt und wir haben uns angeschaut, welche Angebote gibt es denn eigentlich schon, die genau dieses Thema Förderung digitaler Kompetenzen überhaupt bespielen. Und da haben wir festgestellt, es gibt schon ziemlich viel in der Uni Gießen, auch ziemlich viele schöne Angebote. Aber vielleicht geht es euch auch ähnlich. Was mir zumindest aufgefallen ist, es ist häufig so, dass es doch gar nicht so einfach ist, das zu finden. Wo kann ich das vielleicht belegen? Wo sind die denn abgelegt? Wer hat das, bietet sowas an? Und das war so ein Aspekt, sich zu überlegen, dass alles, was wir schon haben, was schon gut ist, mal zu bündeln und zusammenzufassen. Das war die eine Frage oder die eine Problemstellung, die ich beantworten wollte. Und die andere war, wenn wir uns anschauen, was es denn alles schon gibt, aber nicht so genau wissen, so ein Überblickswissen darüber haben, was denn schon da ist, ist es auch schwer zu schauen, wo kann man denn vielleicht noch Lücken füllen? Was gibt es vielleicht noch für Kompetenzen, die man fördern sollte? Das waren also zwei Aspekte, die bearbeitet werden sollten damit. Und die erste Herangehensweise war, sich erstmal anzuschauen, wie geht man da systematisch vor. Deswegen nur ganz kurz, da gibt es schon schöne viele Vorarbeiten von sehr klugen Menschen. Hier von der EU einmal eine Handreichung, das nennt sich DigCom 2.2, der Digital Competence Framework for Citizens. Und da ist so ein Raster schon mal vorgesehen, wie man so digitale Kompetenzen überhaupt einordnen kann. Und daran haben wir uns bedient. Und zwar gibt es dort 5 Kategorien von digitaler Kompetenz. Und das ist auch die Grundlage von dem, wie das DigiComp Plus aufgebaut ist. Hier blende ich hier gerade mal ein. Das sind 5 verschiedene Kompetenzen, nämlich einmal Kommunikation und Zusammenarbeit, Problemlösefähigkeit, das Erstellen digitaler Inhalte, Informations- und Datenkompetenz und digitale Sicherheit. Und da seht ihr schon, die haben auch so eine Farbkodierung. Das spielt auch mal eine Rolle für die Angebote, die wir nachher zusammengefasst haben. Das so ein bisschen als Hintergrund. Und um jetzt die beiden Anfangsfragen zu beantworten, war dann die Lösung sozusagen, hier erstmal eine zentrale Webseite zu schaffen. Das ist auch schon mal ein Hinweis an euch. Wenn ihr das mal genauer anschauen wollt, schaut da gerne mal vorbei. Also hier oben ist nochmal die Adresse. Ich habe nachher nochmal einen QR-Code, wo man nochmal genau draufgehen kann, sich angucken kann. Und das ist die Startseite, wenn man da drauf kommt, ist sozusagen die Überblicksseite für eben die Angebote, die es an der Uni Gießen gibt. Und das ist sozusagen auch ein Hauptaspekt, also erstmal einen Angebotsüberblick zu schaffen, was finden wir denn eigentlich für verschiedene Angebote, um digitale Kompetenzen zu schulen. Da haben wir eben verschiedene Aspekte, den Grundlagenabschnitt, Anwendungsvertiefungskurse und auch ein Zusatzzeugnis, das erkläre ich gleich noch, was das genau bedeutet. Wir haben auch eine FAQ für Fragen, die häufig gestellt werden, wenn man nicht genau weiß, wie man diese Angebote entsprechend dann wahrnehmen kann. Es gibt Kontaktoptionen, da kann man sich bei uns melden, wenn man Fragen hat. Und es gibt auch einen Newsletter, wo man sich anmelden kann, um informiert zu sein, wenn neue Angebote aufgenommen werden in das ganze Programm. Das mal so als Überblick, wie gesagt, da gerne mal vorbeischauen. Und ich würde mal der Reihe nach durchgehen, was haben wir jetzt da sozusagen entwickelt. Ich hatte es ja eben am Anfang erwähnt, es geht auch darum zu schauen, was kann man denn noch an neuen Angeboten schaffen. Das war so ein Aspekt, mal so eine Baseline zu schaffen, einen Grundlagenabschnitt zu schaffen, wo man grundlegend über digitale Kompetenzen sprechen kann. Und da wird vor allem diese beiden Kategorien, nämlich Kommunikation, Zusammenarbeit und Problemlösefähigkeit in den Fokus genommen. Der Grundlagenabschnitt hat auch jetzt schon begonnen, also der erste Kurs läuft jetzt seit dieser Woche. Da gibt es auch noch freie Plätze, also wer noch Interesse hat, kann sich da auch gerne noch anmelden. Und worum geht es dann nun ganz konkret? Also erstmal ist es vollständig digital, das heißt, man kann dort eben rein digital teilnehmen und es ist maximal flexibel. Das heißt, es gibt synchrone Treffen jede Woche und aber auch viel asynchrone Arbeit und man muss an diesen synchronen Treffen auch nicht teilnehmen. Das ist sozusagen, je nachdem, wie man dort Zeit hat, kann man entsprechend sich entweder direkt beteiligen oder man schaut sich nachher die VODs, also die Aufzeichnungen an und kann trotzdem den Kurs entsprechend abschließen. Und der Fokus liegt hier vor allem auf einem projekt- und prozessorientierten Lernen. Das heißt, in der Gruppe wird dort gemeinsam ein Projekt bearbeitet und man schaut sich an, wie der Weg dorthin stattgefunden hat. Also das Endprodukt ist gar nicht so relevant, was am Ende dort als Lernprodukt bei rauskommt, sondern der Weg dorthin, wie arbeitet man in der Gruppe zusammen, wie kann man letztendlich diese Arbeitsschritte eben entsprechend, wie setzt man die um und wie sie dokumentiert. Und das wird eben über ein Lernportfolio abgebildet. Das heißt, dort, wenn ihr dort teilnehmt, wird eben ein Lernportfolio geführt jede Woche. Und da kann ich dann als Dozent nachvollziehen, was habt ihr in der Woche gemacht?
und gibt es dann noch entsprechenden Nachholbedarf, muss man noch Dinge anpassen. Und als zentraler Aspekt ist hier eben das gemeinsame Erstellen von einem thematischen Wiki. Wiki kennt ja wahrscheinlich alle Wikipedia, das heißt, da wird sich ein Thema rausgesucht und dort werden dann Informationen gesammelt und die werden gemeinsam in der Gruppe zusammengebaut und auch das wird dokumentiert über das Lernportfolio. Das ist der Einstieg in das, in dieses Lehrangebot, das ist eine Möglichkeit, daran teilzunehmen. Und es gibt darüber hinaus auch noch weitere Vertiefungs- und Anwendungskurse. Da seht ihr schon, hier auf der rechten Seite sind die einmal auch dargestellt mit den Farbkodierungen, die ihr dort seht. Also man sieht dort eben einmal die verschiedenen Kurse, die es gibt in der Uni Gießen, mit einem Bild illustriert und mit einer Farbkodierung. Das ist auch ganz wichtig. Also ich habe es ja am Anfang erwähnt, diese fünf Kategorien sind nochmal hier eingeteilt. Man hat eine kurze Erklärung auch, was hinter dem Kurs sich verbirgt. Und man sieht auch, wer das Ganze anbietet. Man sieht hier zum Beispiel jetzt hier von der UB sind das Angebote, die stattfinden. Hier zum Thema Problemlösefähigkeit sieht man hier vom ZFL zum Beispiel, vom ZFBK. Also man findet dort auf einen Blick die verschiedenen Angebote und kommt über einen Klick dann direkt dorthin zur Anmeldung. Und hier nochmal eine andere Kategorie eben in Orange. Also die verschiedenen Farben sind hier entsprechend abgebildet. Das Ganze ist wie gesagt übergreifend. Das heißt, es ist für euch nicht relevant, wer bietet das konkret an, sondern einfach zu schauen, was ist inhaltlich dort vorhanden und woran wollt ihr teilnehmen. Das Ganze ist anrechenbar, auch nochmal ganz wichtig. Das heißt, es ist auch immer dokumentiert, wie viel Credit Points ihr dafür bekommt und wie viel ihr euch davon anrechnen lassen könnt für das Zusatzzeugnis. Das erkläre ich auch gleich nochmal kurz. Wichtiger Fokus ist halt Nutzerfreundlichkeit, dass es einfach ist, die Sachen zu finden, auf einen Blick zu sehen, sich mit einem Klick auch anmelden zu können. Und eben auch ganz relevant, es ist aktuell. Das heißt, wenn neue Kurse ins Programm aufgenommen werden, werden die auch dort entsprechend ergänzt. Und ihr seht auf der Webseite immer sofort, was ist neu, was gibt es an neuen Angeboten und wie könnt ihr euch dort anmelden. Kommen wir jetzt zum Zusatzzeugnis. Ich habe es ja schon erwähnt, das Ganze ist eben nicht nur so, dass ihr es einzeln belegen könnt, sondern ihr könnt das euch auch zertifizieren lassen. Das nennt sich dann eben hier Zusatzzeugnis digitale Kompetenz. Das umfasst gesamt 6 Credit Points, also eine Workload von ungefähr 180 Stunden sind das. Und das könnt ihr frei, wie es euch am besten passt, belegen, über verschiedene Semester hinweg, während des ganzen Bachelors zum Beispiel. Und das setzt sich folgendermaßen zusammen. Es gibt diesen Grundlagenabschnitt, den ich gerade schon erwähnt habe, den muss man abschließen, um das eben sich anrechnen zu lassen. Das ist eben dieser Abschnitt, der bei uns der FBK stattfindet. Das sind 3 Credit Points und das ist eben dieser Pflichtkurs mit einer teambasierten Projektarbeit. Und dort werden eben die Grundlagen geschaffen für digitale Kompetenzen. Dann kann man sich die Anwendungsvertiefungskurse frei wählen. Das sind dann eben mindestens 2 Credit Points. Also diesen 5 Kompetenzbereichen, die ich euch gerade gezeigt habe, könnt ihr euch Kurse raussuchen, die euch am ehesten zusagen. Die könnt ihr entsprechend belegen. Und das könnt ihr auch unabhängig machen, ob ihr den Grundlagenabschnitt schon abgeschlossen habt oder nicht. Das könnt ihr dann irgendwann sozusagen machen, wenn es euch zeitlich auch gut passt. Und wenn ihr das alles gemacht habt, dann könnt ihr dann ganz am Ende nochmal eine Abschlussreflexion machen. Das heißt, dann kommt ihr nochmal zu uns im ZFBK. Ihr weist sozusagen nach, welche Kurse ihr abgeschlossen habt. Und dann macht ihr nochmal eine Gesamtreflexion über all euren Lernweg sozusagen und haltet nochmal ein Abschlusskolloquium mit einer Lehrkraft bei uns. Und dann bekommt ihr diese 6 CP angerechnet. Ihr könnt sie auch benoten lassen, wenn ihr das braucht. Zum Beispiel, falls ihr es einbringen wollt bei euch im Studiengang. Und bekommt entsprechend dann ein Zertifikat ausgehändigt, dass ihr die digitalen Kompetenzen abgeschlossen habt. Das ist sozusagen dann das Gesamtpaket, was ihr abschließen könnt, wenn es euch eben in eurem Studium eben weiterhilft. Ja, damit bin ich schon am Ende und möchte nochmal einmal ganz herzlich Danke sagen, auch für die beteiligten Institutionen. Das ist nämlich ganz wichtig. Wir haben das vom ZFBK entsprechend umgesetzt, aber das wäre nicht möglich gewesen ohne die beteiligten Institutionen, wie zum Beispiel Universitätsbibliothek, wie das HRZ, das ZFL mit dem Teamprojekt und die Fachbereiche 07 und auch 09, die alle daran beteiligt sind. Und hier nochmal unser Team, das heißt ich und meine Kollegin Leonie Schmidt, die hier vor allem die Koordination übernimmt. Das heißt, wir sind sozusagen eure Ansprechpersonen für das Projekt, wenn ihr daran teilnehmen möchtet. Und hier nochmal ganz relevant, wenn ihr jetzt euch das anschauen möchtet, sind nochmal QR-Codes, wo ihr nochmal auf die Webseite kommt von DigiCom Plus, wo alle Informationen gebündelt sind. Und hier unten habt ihr auch nochmal die Anmeldung zum Newsletter, falls ihr direkt informiert werden wollt, wenn neue Angebote vorhanden sind. Dann vielen Dank für die Aufmerksamkeit und wenn noch Fragen sind, dann stehe ich zur Verfügung.